Willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft und wir starten direkt das Let's Play-Wäldchen. Ich habe was vergessen, Freunde. Okay, wir müssen uns jetzt eine Folge lang im Friedlich rumtreiben. Nicht, weil ich jetzt irgendwie letzte Folge oder vorletzte Folge beinahe gestorben bin, sondern eher, weil ich gerade zu dusselig war, mal wieder die Monster einzuschalten. Ja, aber das ist ja egal. Und man merkt doch schon, die Nase läuft nicht mehr so extrem, ist jetzt ein Gang runtergeschaltet von nigerianischer Dauersprinter auf, keine Ahnung, Merkel beim Skilanglauf oder so. Also einen halben Beckenbruch hat er sich eingefangen, mein Näschen, mein Schnäuzchen. Und, ja, wir sind übrigens wieder alleine, denn der Basti, der hat uns im Stich gelassen, nein, wir haben danach auf jeden Fall noch ein sehr lustiges Völkchen aufgenommen. Völkchen? Also nicht Völkchen mit V, sondern Völkchen mit F. Und ich muss auch wirklich sagen, ich werde da wahrscheinlich die erste Aufnahme von Battlefield 4 mit reinschmeißen und wahrscheinlich die zweite auch noch. Das Ganze geht ja schon irgendwie 40 Minuten oder so. Und ist extrem gewöhnungsbedürftig gewesen. Also wir haben wirklich eine Menge Scheiße gelabert. Eigentlich wollten wir am Anschluss noch eine dritte Sache machen, aber dazu sind wir nicht mehr gekommen. Die wollten wir am nächsten Tag machen. Am nächsten Tag hatte ich keine Zeit, bin zu spät online gekommen, also sehr spät online gekommen. Ich habe einen Haufen Holz im Inventar und habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Am besten ist, wir gehen direkt mal unsere Ranch planen, oder? Unser Rennchen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Solche Sachen. Ach ja, genau. Nee, doch nicht. Wollte ich das sagen? Wollte ich das nicht sagen? Pff, keine Ahnung. Ich bin gerade wieder verwirrt. Aber es ist halt so gewesen. Ja, momentan mit dem Umzug ist ein wenig durcheinander. Beispielsweise setze ich jetzt hier am Donnerstag und muss die Folge für Freitag aufnehmen. Das ist jetzt auch nicht so optimal. Weil da muss ich morgen, Gott sei Dank habe ich morgen so früh Feierabend, da kann ich einfach herkommen, schnell das Ganze im Hintergrund rendern lassen, während ich weiter Kisten einpacke. Und es kann natürlich sein, das möchte ich jetzt hier nochmal erwähnen, dass dann nächste Woche, also in der letzten Januarwoche, dass es da zu Ausfällen kommen kann, da ich ja weiter in Kisten packen muss. Ich weiß nicht, wann ich den PC abbaue und wann ich die Xbox abbaue. Wahrscheinlich Freitag, aber das kann auch sein, dass es wesentlich früher passiert. Also bitte nicht wundern. Ich möchte nur, dass hier, das werde ich auf jeden Fall nochmal so posten, dass das dann praktisch frei zugänglich ist, frei zu sehen ist. Damit ihr praktisch Bescheid wisst. Und ich habe mal wieder keine Schippe dabei, das heißt zurück zum Haus. Ich renne hier nur hin und her. Irgendwie hat sich das ist der Nasenschleim, der blockiert oben das Gehirn. Da kann ich nicht mehr richtig denken. Das ist praktisch das schwarze Schaf in der Herde. Oh, nee, müssen wir mal sehen, wie es dann ist nächste Woche. Ich versuche jetzt dann morgen Abend fast nur die Projekte aufzunehmen, die ich noch habe, also die ich noch vorhabe oder die ich noch machen will. Um dann. Oh, probieren wir es mal. Hat nicht geklappt. Schade. Nee, um dann praktisch genug zu haben, um diese ein, zwei Wochen, ich weiß nämlich nicht, wie es danach mit Internet sein wird, diese zwei Wochen mindestens zu überbrücken. Also sprich, letzte Januarwoche, erste Februarwoche, weiß ich nicht, wie es dann sein wird. Mit dem Hochladen, das kann dann gut sein, dass irgendwie dann was ausfällt und ja. Ansonsten möchte ich, was möchte ich denn? Eine Million Euro wären toll, aber das wird wahrscheinlich schwer zu machen sein. Ja, aber ansonsten möchte ich dann vielleicht doch noch demnächst, beziehungsweise kann ich das einfach mal hier auch erwähnen, ich will 2014 zum Jahr der Comebacks, kann man dazu, ja doch, Comebacks und ich habe ja gesagt, ich bin kein Freund von Vorsätzen, aber ich setze mir jetzt einfach mal den Vorsatz, dass ich 2014 Spiele, die ich angefangen habe, aber nie beendet habe, einfach mal zu Ende bringe. So Sachen wie Borderlands, Skyrim, dass ich die wirklich mal fertig mache und ich habe die ja wirklich bloß pausiert, das habe ich ja schon letztes Jahr ein paar Mal erwähnt, dass die wirklich nur pausiert sind und dass ich da definitiv vorhabe, die nur fertig zu machen. Dass das halt einfach bloß, warte mal, komm, hier gehen wir nochmal pennen in unserer Butze, bevor wir uns unsere eigene bauen und dann vielleicht nochmal was in die Kiste schmeißen. Das kann da noch rein und Birkenholz. Also wir können uns mit Birkenholz totschmeißen. 32? Gut. 31 nochmal rauf.
Weizen und Weizen. Richard vom Weizensäcker. Ahahaha. 22 Äpfel schon. Ja, da könnten wir ziemlich gut die frufufu. Ich bin schon total. Ich kann nicht mal mehr quatschen. Die Erkältung ist scheiße. Erkältung, du bist scheiße. Das muss ich mal gesagt haben. Und, oh, Zaun. Ein Ofen. Brot. Brot können wir hier auch mal machen. Versuche gerade bloß ein bisschen Platz für Lehm zu schaffen. Brot. Brot ist dort hinten. Ein schönes Weißbrot. Schwarzbrot gibt's hier nicht. Das Spiel ist rassistisch. Weißbrot. Hallo, 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 hallo. Willst du mich jetzt verarschen wegen der bisschen Kacke hier, wegen diesem einen Scheißstück? Ja, das sagt dazu mal nichts. Was können weg? Was können. Was. Hier die eine Werkbank, die brauchen wir doch hier nicht. Gut. Ja, oh, jetzt regnet es auch noch. Ah, super, geil. Ah, ja, herrlich. Wo ist mein Handy? Ich gehe jetzt Erde klatschen. Da brauche ich natürlich ein paar Themen, über die man reden kann. Wir können ja schon mal hinlaufen. Ja, so ist gut. Wenn ich jetzt gerade so ein bisschen unbeholfen laufe, liegt das daran, dass ich mir gerade Themen raussuche. Beziehungsweise ich steuere gerade eigentlich alles mit einer Hand. Ja, also nicht wundern, dass ich jetzt hier auch nicht durch die Gegend sprinte. Oh, fuck. So. Ach ja, wir wollten erstmal nach Lehm gucken, genau. Also. Die Themenliste. Was hat man da eigentlich schon abgearbeitet? Oh Gott, hier. Abgearbeitet hatten wir ja hier Anlegen von Gedenkenzettel. Von Gedankenzetteln. Was haben wir noch abgearbeitet gehabt? Hier. Haten und Beschimpfungen bei YouTube-Vorbilder und Nachmach bei Haten und Beschimpfungen hatten wir, glaube ich, schon mal woanders. Da hatte ich eine extra Folge für gemacht. Gesellschaft, Religion, Deutschland. Was hast du da? Alter. Oh, ja, da ist eigentlich was Schönes mit bei. Siehst du, 2014, da fällt mir doch gerade noch was ein. Ein anderes Thema, das ich nicht auf meiner Liste habe. Nicht auf meiner Agenda. Auf meiner Agenda 2004. Ne, 2014, so. Und zwar ist der jetzt wieder. Ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen, 2014, ne? Ist ja jetzt dran. Ich weiß ja, einige können vielleicht. So. Einige können damit ja nicht so viel anfangen, aber vor genau 100 Jahren war es. Ja, ich weiß, da war es nicht nur. 1914, sondern da ist auch der Erste Weltkrieg losgegangen. Und ja, man muss es ja auch einfach mal sagen, so wie es ist. Oder ist er da nee, losgegangen? Ach, ja doch, oder? Oder habe ich jetzt. Ich bin gerade wirklich ein bisschen brainer. Normalerweise Geschichte, mein Lieblingsfach, aber irgendwie. Kennt diese Blackout-Geschichten, wo ihr wirklich nicht mehr so bestimmte Sachen auf einmal total nicht mehr wisst? Hoffentlich passiert mir nicht. Ich habe immer Angst, dass mir sowas mal passiert, wenn ich in der Bank sitze und Geld abheben will. Gott. Gut, gehen wir einfach davon aus, dass ich jetzt so die Wahrheit gesagt habe. Ich bin gerade wirklich total verwirrt. Scheiße, Alter. Nee, aber, ja, auf jeden Fall ein ziemlich denkwürdiges Jahr. Jetzt ist ja dann auch demnächst, ziemlich bald, in ein paar Jahren, das Ende des Ersten Weltkrieges. Also 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges, was natürlich eine ziemlich enorme Zahl ist. Ist ja Sand. Warte. Ja, ist Sand. Kacke. Okay. Was ja auch eine ziemlich enorme Zahl ist. Also 100 Jahre ist das schon her. 2008 starb übrigens der letzte, also der mutmaßlich letzte Teilnehmer des Ersten Weltkrieges, Erich Kästner. Nein, das ist nicht der Kinderbuchautor, der hier gestorben ist, sondern ein Namensvetter praktisch. Der ist 2008 gestorben. Hat eigentlich in Deutschland so gut wie keiner mitbekommen, was ich persönlich sehr traurig finde, dass das Ganze so ein bisschen totgeschwiegen wurde. Und im selben Jahr starb auch ironischerweise der letzte französische lebende Teilnehmer dieser Schlacht.
Der war allerdings nicht direkt Franzose, sondern Wahlfranzose, ist eigentlich gebürtiger Italiener gewesen. Und ja, die haben den wiederum mit militärischen Ehren und Pampam. Und ich finde, ja, natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, aber ich finde es halt sehr schade, dass in Deutschland der Erste Weltkrieg als solches so wenig Beachtung findet. Und in der Schule sehr häufig auch hat immer noch gelehrt wird, nicht bei allen, aber bei vielen, dass Deutschland die alleinige Kriegsschuld an dem Ersten Weltkrieg trägt. Und das finde ich persönlich ein bisschen tra oh, wir ertrinken uns hier gerade. Das finde ich persönlich ein bisschen traurig. Weil in Frankreich beispielsweise, also ich meine, hallo, in Frankreich, einem der Länder, das praktisch direkt auf diesen Krieg hingearbeitet hat, ja, wird gelehrt, dass der Krieg nicht alleine von Deutschland ausging. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Sieger des Ersten Weltkrieges, oder die Schriftlichen, also wirklich gewonnen haben sie ihn ja nicht. Sie haben ihn ja nur gewonnen, weil in Deutschland die Revolution losging. Ansonsten wäre das Ganze noch ein bisschen weitergegangen. Aber ja, die praktischen Sieger des Ersten Weltkrieges geben sich selber nach dem Ersten Weltkrieg die Schuld oder die Teilschuld an seinem Beginn. Sie haben das nicht auf andere abgewälzt, und das ist, glaube ich, doch. Das zeigt, dass dieser Spruch von wegen, die Geschichte wird von Siegern geschrieben, natürlich nicht mehr ganz so aktuell ist. Weil es doch genug Leute gibt, die bei solch einem abstoßenden Krieg, also man muss ja sagen, es war wirklich keine Ruhm, also wenn der Zweite Weltkrieg als, ja, als nicht besonders ruhmvoll gilt, kann man das vom Ersten natürlich genauso sagen. Der erstmalige Einsatz von Giftgas, also teilweise die Versorgung allein, ja, die Versorgung von den Verletzten und so weiter. Das waren also nicht gerade Sternstunden der Menschheit. Wobei natürlich auch vieles Nützliches wieder zum Vorschein gekommen ist. Also Sachen wie das Flugzeug wäre natürlich ohne den Ersten Weltkrieg niemals so weit nach vorne gepusht worden. Also das Flugzeug hat im Ersten Weltkrieg, das hat einen enormen Sprung, hat das Flugzeug hingelegt. Am Anfang des Ersten Weltkrieges konnten gerade mal Personen in das Ding mit rein. Und am Ende des Ersten Weltkrieges gab es Bomber, die eine gewaltige Last tragen konnten. Oder für die Anfang halt, für den Anfang gesehen, eine gewaltige Last tragen konnten. Und das über eine enorme Strecke. Also der Krieg hat hier wieder halt gezeigt, technisch sind Kriege erstaunlicherweise immer der Motor überhaupt, weil man da natürlich dann viel in Forschung investiert, um einen Vorteil zu haben. Also als Beispiel, ja, ohne den Ersten Weltkrieg als solches hätten wir heute wahrscheinlich sehr, sehr, sehr langsame Flugzeuge, oder vielleicht wären wir dann ungefähr auf dem Stand von 1930 oder so. Da wären wir jetzt vielleicht. Also man sieht ja in der heutigen Zeit, ist das gerade mit der technischen Ingenieurskunst, da ist nicht allzu viel, wo man jetzt sagen kann, okay, da ist es jetzt irgendwie Meilensteine geschehen. Als Beispiel innerhalb des Krieges, also des Zweiten Weltkrieges, jetzt mal als kleines Beispiel, gab es. Man kann wirklich sagen, alle 2 Jahre ein neues Panzermodell. Die heutigen Panzer, beispielsweise der ziemlich bekannte M1 Abrams und der Leopard, gehen beide auf das Jahr 79 zurück. Von der Entwicklung her sogar noch weiter zurück. Und sie sind beide heute die Standardpanzer von zwei mächtigen Nationen. Auf der einen Seite ist natürlich der Leopard unser Standardpanzer, also Deutschlands. Und auf der anderen Seite haben wir den M1 Abrams, der den Amerikanern gehört. Also. Ja, man kann wirklich sagen, der technologische Fortschritt ist ziemlich, ziemlich, ziemlich zurückgegangen. Also es gibt da eigentlich kaum was, was jetzt irgendwie groß dazu kam. Und wenn ihr sagt, ja, aber die Drohnentechnik, ja, die Drohnentechnik. Drohnen haben damit angefangen, dass man sie, also nehmen wir als Beispiel also mal die Predator. Bei der Predator handelt es sich um eine ferngesteuerte Rakete. Beziehungsweise die ganze Drohne ist natürlich auch ferngesteuert. Die Predator lässt sich halt auch ferngesteuert also die Rakete selber bedienen, indem man die Drohne halt anweist, dort und dorthin schießen. Dann stellt die Drohne das praktisch auf die Maschine ein und du bedienst aber im Grunde schon auch die Rakete, weil du ja das Ziel eingibst. Das gab's schon. Als bestes Beispiel oder als am besten vergleichbares Beispiel dazu nehme ich jetzt mal keine Rakete, sondern wir nehmen einfach mal die Fritz X. Die Fritz X ist eine Bombe gewesen. Könnt ihr euch übrigens gerne informieren. Die Fritz X ist eine Bombe gewesen, die über Funkfernsteuerung in ihrer Flugbahn praktisch gedreht werden konnte. Das heißt, ihr hattet einen kleinen Stick in der Hand und habt praktisch also unten aus dem Flugzeug rausgeguckt als Schütze. Und wenn ihr jetzt gemerkt habt, ihr seid über dem Ziel
Oder ihr seid über das Ziel hinausgeflogen, das kommt auf die Geschwindigkeit natürlich drauf an, könnt ihr die Bombe in einem gewissen Winkel bewegen. Das heißt ja praktisch wirklich eine Lenkbombe. Uah, die blasen hier schon weg. So. Ihr habt also wirklich eine Lenkbombe und ja, jeder von uns weiß, der Krieg, der Zweite Weltkrieg ist mittlerweile schon mehr als 70 Jahre her. Also zumindest der Zeitraum, in der die Fritz X eingesetzt wurde. Die kam nämlich 44 beziehungsweise... die kam 44 beziehungsweise entwickelt wurde sie 42. Und das ist nur eine Bombe. Es gibt auch ganz andere Sachen, die da entwickelt wurden, wie beispielsweise die ziemlich bekannten... Oh, ein Haufen Lehm. Das war... Warum bin ich eigentlich so blöd? Können wir nicht irgendwie einen Lehmklumpen bauen, sag mal? War da nicht was? Nee, oder? Doch, hier ist er doch. Irgendwie bin ich teilweise ein bisschen blöd. Weil so kann man die doch viel besser transportieren. So. Ne, auf jeden Fall gab es natürlich noch ganz andere Sachen, die da entwickelt wurden. Als Beispiel mal die V1, die V2. Also die V2 ist übrigens das Wichtigste, was man dort erwähnen sollte in dieser Reihe. Denn auf die V2 gehen heute, also alle modernen Raketenantriebe, alle modernen Raketen gehen auf die V2 zurück. Beziehungsweise auf den, teilweise natürlich auch nur auf den Mann, der die V2 gebaut hat. Aber die V2 war das erste raketengetriebene Fluggerät, das tatsächlich ohne Person dort drin gut gesteuert werden konnte. Du hast eine enorme Genauigkeit gehabt für die damalige Zeit. Und vor allem, du hattest natürlich auch den großen Vorteil, dass das Ding eine enorme Reichweite hatte. Also die V2 ist übrigens auch das erste Gerät gewesen, das von Menschenhand erbaute Gerät, das die Atmosphäre durch, also das durch die Atmosphäre geflogen ist, praktisch das All erreicht hat. Zwar makaber, dass ausgerechnet den Nazis dieses Glück gelungen ist, aber wie ich schon sagte, Krieg und Diktaturen sind halt einfach die, die für die Technik in diesem Fall wirklich mal förderlich sind. Eine Diktatur braucht das Militär, um das Militär aber auf seine Laune, also auf seine Seite zu haben, muss man das Militär fördern. Das Militär möchte forschen nach neuen Waffen. Ergo, wenn man das Militär fördert, fördert das Militär die Wissenschaft. So einfach ist das. Und dass das einfach mal so ist, das sieht man daran, dass Nordkorea praktisch fast aus allein aus eigenem Antrieb Atomraketen gebaut hat. Und muss man leider auch sagen, Diktatoren sind zwar die Herren in ihrem Land, aber es bedurft bei der Diktatur halt immer die Unterstützung des Militärs. Wenn man die als Diktator nicht hat, dann hat man kein Druckmittel mehr in der Hand, ne? Ist ja klar. Und womit habe ich angegangen? Ach ja, genau. Um wieder zurück auf das Thema zu kommen, Erster Weltkrieg und so, es wird halt so sein, dass in Deutschland natürlich kein Sieg gefeiert werden kann, das ist logisch. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch, es wird eine Trauerfeier geben, natürlich. Aber während es in England beispielsweise eine Siegesfeier geben wird, schätze ich mal, in Frankreich vielleicht eine Trauerfeier, wird es in Deutschland eine Trauerfeier für alle Gefallenen geben. Nicht mehr speziell für die Deutschen. Oder jetzt generell, dass man die Deutschen erfolgt und sagt, sie sind für ihr Vaterland gestorben, genau wie es die Franzosen auch taten. Nein. Wir haben ja so wenig Rückgrat teilweise, dass wir selbst die Gefallenen der früheren Generation, die wirklich teilweise in Verteidigungskriegen gestorben sind, nicht mehr würdigen. Hier in Berlin steht einer der, also der älteste Friedhof in Berlin ist der Garnisonsfriedhof. Auf dem liegen die gefallenen Soldaten mehrerer Epochen. Und das Ding verwildert, könnte man sagen. Also es gibt natürlich eine Stiftung, die sich darum kümmert, aber es gibt, normalerweise müsste sowas durch die Bundeswehr repräsentativ, ne, da müssten Wachposten vorstehen, wie man es halt von woanders kennt, dass da halt auch wirklich mal militärische Ehren gezeigt werden für die Gefallenen. Nix, gar nichts. Selbst auf dem Bundeswehrfriedhof suchst du vergeblich nach irgendwas.